In diesem Lernvideo zeige ich dir, wie du mit Formit einen einfachen Stuhl gestalten kannst. Zunächst zoome ich mal ein bisschen rein, weil das Grundraster eher für architektonische Zwecke ist und deshalb ein Quadratmeter-Netzwerk bildet. Ich wähle dieses Rechteckwerkzeug und fahre mal mit dem Finger auf dem Touchscreen nach drüben, bis ich diesen Anfangspunkt markieren kann. Von da aus ziehe ich nach drüben und dann wieder nach vorne und ziehe damit ein Rechteck auf. Dieses Rechteck berühre ich, so wird es markiert, und dann ziehe ich es mit einem Wisch nach oben und es wird daraus ein Quader gemacht. Als nächstes wähle ich wiederum das Rechteckwerkzeug, setze den Anfangspunkt direkt in diese Kante, ziehe nach oben, wieder nach drüben und ziehe so in dieser mir zugewandten Rechtecksfläche ein kleineres Rechteck auf. Ich markiere es, stoße es nach hinten und bekomme so diesen Hohlraum. Dasselbe noch auf dieser Seite, also wiederum den Anfangspunkt setzen, senkrecht nach oben ziehen, von da nach drüben das Rechteck aufziehen und hindurchstoßen durch beide Körper hindurch und habe so einen Schimmel. Fehlt also noch die Lehne. Auch das mache ich ganz gleich wieder mit einem Rechteck, das ich hier so aufziehe, zuerst mit dieser horizontalen Kante, die ich dann erweitere nach hinten, damit ich zwei Rechtecke bekomme. Das schmalere wähle ich aus und ziehe es nach oben und erhalte somit eine Lehne. Damit diese jetzt abgerundet ist, wähle ich das Kurvenwerkzeug und ziehe auch hier wieder, da bin ich ein bisschen verrutscht, den Anfangspunkt in diese Kante hinein, ziehe horizontal nach drüben und den Mittelpunkt, diesen Anfasser, oben nach oben, damit er also tangential, die Kurve tangential, die Oberkante berührt. Und jetzt diese beiden Segmente kann ich wiederum nach hinten stoßen und so diese Form freistellen. Dann beim Pinselsymbol wähle ich Wood als Material und das kann ich jetzt einfach, indem ich auf diese Flächen tippe, auf die Flächen anwenden und so quasi ein Material auf mein Objekt legen. Das mache ich jetzt rundherum, das braucht ein bisschen Geduld, da muss ich mich überall in allen Dimensionen um mein Objekt bewegen und jede einzelne Fläche erreichen. Zu guter Letzt kannst du noch etwas mit den Beleuchtungseffekten spielen, den Schattenwurf aktivieren und so die Jahreszeit und den Sonnenstand variieren und wenn du willst, das Bild exportieren. Wie üblich über das Teilen-Symbol. Naja, gerade ein Designerstück ist es nicht geworden.